Herzlich willkommen zum 18. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt. Das Modular Building Mock hinter den Gebäuden vom Assembly Square ist jetzt fertig. Und ja, ich zeige euch direkt, was es ist. Ihr seht schon. Und zwar ist es ein Casino, beziehungsweise ein illegales Casino. Illegal deshalb, weil nämlich hier hinten, deshalb ist auch dieser Zugang über diese Gasse hier hinten mit der Treppe über die Hintertür. Ich möchte dieses Storytelling, was ich ja schon letztes Video gesagt habe, so ein bisschen betreiben. Und deshalb, das hier oben ist irgend so eine illegaler Club, wo man dann sich eben zum Zocken und Gamblen trifft. Ich nehme das jetzt mal runter. Hier ist ein bisschen besseres Licht, dann kann ich euch das dann nochmal zeigen. Also, hier, ihr seht schon, das ist ein Pokertisch. Im Moment nichts los, aber die 1x1er, die runden, verschiedenfarbigen, das sind die Chips, die man verwendet zum Pokern, die da gestapelt sind. Dann, das hier ist ein Blackjack-Tisch mit ziemlich überdimensionierten Blackjack-Karten, aber anders geht es halt leider nicht im Lego-Maßstab. Und dann hier das Highlight, meiner Meinung nach, der Roulette-Tisch. Der dreht sich auch ganz normal. Das ist, ich zeige euch direkt mal die Bautechnik. Und zwar, es ist ja hier, es kommt ja der Noppen unten raus. Das heißt, man muss irgendwie eine Methode verwenden, dass man es schafft, eben einmal 180 Grad die Noppen zu drehen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich habe das Ganze gemacht über diesen runden, bitte fokussier, sehr gut, über diesen runden 1x1er, in golden in dem Fall, obwohl das ja ziemlich egal ist. Der hat den Vorteil, über dieses kleine Teil, was hier hinten dran ist, den kann man in die Jumperplate reinstecken und damit hat man dann die Funktion, dass der auf der anderen Seite wieder einsteckbar ist. Ich hoffe, ihr könnt da folgen. Also, gehen wir weiter bei den Bautechniken. Hier, ich filme das mal von außen. Da, ihr seht schon, das ist ein Vorhang, den man da von außen sieht. Und was ich da gemacht habe, wie ich das geschafft habe, ich weiß nicht, ob das eine reguläre Bautechnik ist von Lego, aber es funktioniert von daher, naja. Die habe ich einfach, also dunkelrote, ich kenne wieder keine Bezeichnungen für Steine, hier diese, ihr seht, was es ist, die habe ich einfach reingesteckt im 90-Grad-Winkel von unten in die Plate rein. Das funktioniert ganz normal. Wie gesagt, ob es geht, ob es so vorhergesehen ist, ich habe keine Ahnung. Aber es funktioniert, von daher mache ich es einfach. Dann, die Fenster habe ich wieder um einen halben Noppen reingesetzt. Das ist immer ganz gut, um diesen dreidimensionalen Effekt zu erzeugen und zu vermeiden, dass das Ganze so kastig wirkt. So, und hier, da zeigen wir euch das nochmal, wie ich das gemacht habe, dass ich das zurückführe. Weil das ist immer die größte Schwierigkeit dabei. Entweder man verwendet Jumperplates, aber so viele Jumperplates hat man dann auch nicht, was ich jetzt in dem Fall gemacht habe. Ich muss mal ganz kurz hier die Teile kriegen. So, hier. Ich habe ja im oberen Bereich die 1x2er Fenster und ihr seht schon, die haben nicht einen normalen Noppen oben drauf, sondern einen, der von innen hohl ist. Hat den Vorteil, ich kann über diese einmal was auch immer Elemente, in dem Fall habe ich 1x3er, weil ich die aus dem Store habe, die kann ich dann jeden halben Noppen dran stecken. Also, das hier ist die eine Methode, das wollen wir ja nicht. Was ich aber machen kann, so wäre es regulär, was ich jetzt aber machen kann, ist, dass ich den in diesen anderen Noppen hier, ja, ich zeige es euch einfach, dass ich es so reinstecke. Und damit habe ich das dann eben wieder zurückgeführt. Ja, ich baue das jetzt nochmal wieder auf und dann zeige ich euch das Ganze nochmal im zusammengebauten Zustand. So, jetzt habe ich das Gebäude wieder zusammengebaut, jetzt sieht man das Ganze nochmal. Stilistisch am schwierigsten war diesmal der Übergang von diesem modernen Tankstellengebäude von unten drunter, vor allem hier die Waschstraße, zu dem doch relativ klassischen Look. Ich habe wieder dieses Gemauerte, was ich ja auch bei dem Bahnhof hier hinten verwendet habe. Das habe ich wieder genau gleich kopiert, die Technik. Das ist immer eine ganz angenehme Sache, wenn man ein bisschen Stil reinkriegen möchte in die Gebäude. Das ist die schnellste Methode. Einfach so ein Gemauertes am Eck hinbauen. Dann geht das schon. Also, was wollte ich sagen? Genau. Hier, es passt am ehesten zu dem Gebäude, zu dem anderen Modular Building Mock, was ich gebaut habe. Das ist natürlich ein bisschen komplexer und ja, gar keine Frage, aber ich durfte das halt auch nicht zu extremst detailliert bauen, weil sonst hätte das nicht mehr zur Tankstelle gepasst. Ich gehe jetzt noch einmal hinten rum, dann zeige ich noch eine Sache beim Dach, die ich gerade vergessen habe und dann haben wir es auch. So, jetzt abschließend nochmal von hier das Ganze. So sieht das Gebäude von da aus. Ich werde wahrscheinlich noch in die Ecke eine Regenrinne runterbauen und was ich euch zeigen wollte, nehmen wir das Dach nochmal ganz kurz runter. Hier, so kommt man aufs Dach, einfach über so eine ausklappbare Leiter. Ich glaube, das war noch zu erwähnen. Und ansonsten wäre es das für das Video. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.